Hallo meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Deponia. Wir haben jetzt den Sicherungscode für den Lift zurückgesetzt in Rufus, aber ich möchte mir noch die anderen Mosaikdinger mal angucken. Weil wir haben jetzt ja hier was zum Leuchten. So. Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grill-Donnerstag. Nehmen wir mal wieder mit. Gucken wir uns das andere nochmal an. Hä? Wo ist... Ach so. Ich habe die Klappe zugemacht. Ich habe mich schon gewundert, hä? Ich habe gedacht, das Ding wäre jetzt weg und der Stock war ja dann auch weg. Dieses Ding möchte ich mir noch angucken. Die Watte leuchtet immer noch nicht hell genug. Ich sollte das Ganze mal von einer anderen Seite betrachten. Ah, dann vielleicht doch hier hinten rein. So, und dann da leuchtet das? Nein, es leuchtet nicht, aber er kann von dort die Klappe öffnen. Das finde ich toll. Zumachen. Aber wenn er hingeht, dann kann er sie nur aufmachen. Jetzt vielleicht mit der dafür Taschenlampe. Gibt es Zuckerwatte. Nö, dafür gibt es Zuckerwatte. Ah, warte mal. Was ist, wenn ich die Nische zumache? Passiert da irgendwas? Nö. Dann mache ich mal die Klappe wieder auf. Nehme die Zuckerwatte mit. Und ich hoffe mal, dass wir mit dem Lift jetzt wohin reisen können, also nach oben gehen können. So, Kontrollen. R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Soweit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Ein Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Und du solltest am besten schnell runter und Goal mal da irgendwie holen. Notbord. Das Elysium. Oh. Ich war noch nie so nah dran. Flagge. Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Ich spare mir meine Telekinese. Dann nicht. In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Und Konfetti. Oh Junge. Ich liebe Konfetti. Ich spare mir mein... Okay, das ist auch nicht Hebel vielleicht. So geht das. Flagge und... Puh. Puh, sagte der bloß. Schnörkel. Dieser Schnörkel unterscheidet sich von den anderen. Sympathisch. Schnörkel? Kannst du den mitnehmen? Das ist auch noch ein Schnörkel. Und nee, geht leider nicht. Zum Fahrstuhl habe ich hier den Notbadboot. Möchte ich mal ausprobieren. Was für eine Schönheit. Stark, robust. Und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Also gehe ich mal lieber wieder zurück zum Fahrstuhl. Hoffe mal, dass die nicht irgendwas mit Goal, dass die nicht Goal finden oder so. Weil die liegt ja da... Rosenkohl gebettet. Ja, Rosenkohl. Sagt Rufus auf jeden Fall. Oh. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben.
Vielleicht haben sie diesen Klites geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber... Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknöpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Okay, also nach da kann ich nicht, oder? Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Okay, sehr gut. Also, nicht sehr... Oh, wollte ich noch gar nicht. Okay, Cletus ist also hochgefahren. Okay, sie haben also ein Unternehmen vor und... So wie sich das anhört, ist es kein gutes Unternehmen, also eher was Böses. Die Uhr ist stehen geblieben, aber auch das wird mich nicht aufhalten. Das wird uns nicht aufhalten, das Unternehmen zu stoppen. Auf geht's zu Cletus. Mal gucken, ob wir mit ihm reden können. Koffer hat er dabei, eine Tasche. Okay, ich gehe mal hoch. Cletus, Rufus, endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen, ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Der Deal steht also noch. Was ist das für eine Vereinbarung zwischen dir und dem Organon? Warum siehst du mir so ähnlich? Ich gehe und hole Goal. Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum. Du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja... Warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar, wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen sagen wir einfach
Für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe, mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber... Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen? Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratz, fatz. Puh. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja, boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und? Werde ich Ihnen die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf Deponia gibt, damit Deponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo! Dann hast du ja doch alles verstanden. Yes. Oh, Junge, ich bin so gut. Ich bin so... Oh. Ich meine, mir ist es egal, aber Gol wird das nicht gefallen. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Nee, super, ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ich würde sagen, das werden wir auf keinen Fall zulassen. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Nee, super, ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Goal wird es auch sicher nicht gefallen. Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Na super, wir haben... Okay, dann hier. Go. Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Ich habe etwas Besseres verdient.
Das bezweifle ich stark. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll, wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst den Bohnenherr tatsächlich zu hassen. Wir haben immer noch ein bisschen... Oh, die Folge wird ein bisschen länger als sonst. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich hab zuerst gefragt. Das dann noch? Dann war's aber, glaube ich, alles. Der Organon hat wirklich vor, Deponia zu sprengen? Genau. Den ganzen stinkenden Müllhaufen. Kaboom! Stört dich das etwa? Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja? Wie sehr denn? Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Okay, dann... müssen wir wohl leider Gehl und Goal holen? Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Was ist denn in der Tasche? Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Finger weg! Verdammt! Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann... ja. Holen wir Goal, aber eigentlich möchte ich ja. Ich meine, okay, wir spielen Rufus. Aber wenn ich jetzt Rufus wäre, dann würde ich ja Deponia retten, weil hier die Elysianer das niedere Volk so kaputt machen wollen, so. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Ciao.